Erstmal herzlich willkommen all die heute wieder eingeschaltet haben. Hallo YouTube. Die letzte Folge endete ja damit, dass wir da reingegangen sind und es nicht so gut funktioniert hat. Deswegen würde ich jetzt sagen, wir gehen da rein. Versuchen das zu klären. Wir hatten das Problem mit der Nacht. Das Problem haben wir hier auch wieder. Von daher bewegen wir uns einfach mal. Haben wir irgendwas verkauft? Um irgendwas zu verkaufen? Wie geht es unseren Leuten? Ja, wir mussten noch die Leute ein bisschen heilen lassen, ne? Das war alles ein bisschen suboptimal insgesamt. Alles insgesamt ein bisschen suboptimal. Wiedergänger gibt's hier. Die wir aber nicht bei Nacht angreifen wollen. Deswegen campen wir und wir wollen ja sowieso noch ein bisschen Leute heilen. Ja. Hat auch hier so jemand wie Sacred. Brauchen noch einen Moment. Um da wieder ein bisschen oben auf zu sein. Aber Wiedergänger hört sich auf jeden Fall deutlich besser an, als das, was wir sonst hatten. Vor allem, wenn es nur Wiedergänger sind, das ist dann, sollte ganz gut sein. Da kommen die nämlich eigentlich nicht durch die Frontline so einfach durch. So, engage. Deswegen machen wir kurz unser Ambition fertig. Das, okay, es sind 16, a lot of Wiedergängers. Wird wahrscheinlich hier hingehen und den High Ground nutzen wollen. Ubel packt sich schon mal in die passende Position. Die anderen bewegen sich mal so ein bisschen in die Richtung. So. Dann müsst ihr so in die zweite Seite da. So. Züchen. Hallöchen. Sacred ist hier sehr langsam gerade. Problem ist, wir müssen sie halt nur viel slappen. So, hier mal zwei. Ich würde mal vermuten, dass wir hier mit unserem. Haben wir vier Backliner. Ein ranged hier hin. Ah, ist ein bisschen schwierig. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Auf jeden Fall sind wir immer vor ihnen dran. Das ist schon mal ganz geil. Die sind nicht so wahnsinnig schnell. Wir werden es erstmal zurückziehen und dann, wenn sie rankommen, in Reichweite, werden wir einfach schön auf sie schießen. Deswegen gehst du hier hin und wartest dann. Du bewegst dich noch. Du gehst dann wahrscheinlich hier hin. Aber dann kommen wir halt erstmal nicht weiter. Bewegen uns. Wir haben ein bisschen wenig Platz, glaube ich, insgesamt. Mit dem ganzen Kram. Bewegen wir dich mal noch nach hinten, weil ich habe das Gefühl, sie könnten hier oben rumkommen. Du kannst da bleiben. So sind es die ersten in Reichweite. Das wäre ja schon mal sehr, sehr hilfreich. Ganze Familie ausrotten. Du kannst wahrscheinlich da unten bleiben, oder? Melee Defense 34, du kannst wahrscheinlich da unten bleiben und das mit verteidigen hier. Dann haben, können wir auch unseren Jorn da drin lassen. Ja. Aber die kommen noch nicht ran. Und dich einfach da stehen lassen bis nächste Runde. So. Die Frage, dich wollen wir wahrscheinlich irgendwo hier hinten versuchen zu platzieren. Irgendwo dahin. So, jetzt haben wir hier schon Paul in Reichweite. Ja, sehr schön. Der ist, glaube ich, mit am nächsten dran. Schieß mal auf dich. Da ist schon mal der Helm weg von ihm. Du kannst hier das einnehmen, dann kannst du da noch drauf werfen. Diese Runde noch nicht. Wenn sie näher rankommen. Du
Du bleibst da, wir warten. Du bleibst da, du lädst nach. Sehr schön, da ist auch die Rüstung platt von ihm schon. Du wartest auch da. Ist Ricky. Ich werde mal, glaube ich, da hochpacken müssen. Und dann packen wir dich da rein. Würde ich sagen. Und Ricky geht vielleicht einen Schritt vor. Ey, kommt doch nicht. Ihr kommt doch nicht auf drei Felder ran. Ja. Und euch bewegen wir ja noch hier rum. Ja. Xan, du gehst mal dahin. Du bewegst dich hier hoch. Hallihallo, Sift. Wunderschönen guten Morgen. Na, wie geht's dir? Vor der Horde? Ne, hier ist hoffentlich nichts vor der Horde. Oh shit, du bist ja noch verletzt, Xan. Dann hätte ich vielleicht doch lieber Felix da reinstellen sollen. Irr. Oh. Ja, nevermind, vielleicht auch nicht. Ich glaube, ich kann dann immer noch mehr Hitpoints. Er hat nämlich nur 60 HP. Ich bin einfach kalt. Ich bin einfach eine Frostbeule. Ich bin einfach eine fucking Frostbeule. Ah, ne, er hat schon weniger HP. Dann packen wir den da hoch. Dann kann er hier mithelfen. Man of Xan gegangen ist. Also irgendwie, ich bin einfach kalt. Ich bin einfach eine Frostbeule. Ich habe, bei mir ist halt nichts mit... mit irgendwelchen großen Krankheiten aktuell zu tun. Da bin ich relativ entspannt. In der aktuellen Zeit. Oh, die kommt doch ran. Shit. Bin ich mitgerechnet. Hab ich nicht mitgerechnet. Oh. Ja gut, dann müssen wir jetzt pieksen. Hätte ich doch die Shield Ward schon benutzen müssen. Gut, aber kriege ich die First Hits. Auch okay. Nee, ich bin einfach noch nicht so munter. Hat schon gesagt, dass man mich wahrscheinlich hört. Hab gerade schon gesagt, dass man sich das. Dass sich wahrscheinlich so anhört, als ob, aber ist gar nicht. Ja, 95. Sehr schön. Ich kann. Kann ich nachladen? Bin doch gar nicht gelaufen, die Runde. What? Watch. Wieso habe ich denn weniger AP gehabt? Ja. Okay. Wir werden wahrscheinlich den hier mal anfangen zu pieksen, weil der ist der am nächsten dran steht. Pieks. So, haben wir schon einen weg. Der auch schon ganz gut dabei. Und du machst noch eine Spearwurf, weil du noch kannst, für den Fall, dass wir uns noch ransteppen. Du wartest. Verteidigen. Und einmal zupieksen. So, jetzt können wir hier werfen. Den da. Der hat auch weniger AP. Er hat nur 4 AP verbraucht. Irgendwas habe ich hier nicht aufgepasst. Dieses Shield, wo wieder gegen dein Yushka, Throat Javelin Misses. Okay. Schräg. Zwei AP, 4 Fatigue. Hä? Das war die letzte Runde. Ich bin ein Vollidiot, deswegen. Es ist noch letzte Runde. Deswegen. Oh Gott, ja. Ja, dann ist alles okay. Du wartest. Du machst den weg. Kopf aber ist sehr gut, dann kommt er nämlich nicht wieder. Ja, wir steppen mal nicht rein. Felix übernimmt den. He dead. Guckst du, ich versuche sehr, dass ich gesund bleibe, ja. Können wir hier wieder Spearwall, weil hier noch mehr rankommt. Können wir dich pieksen. Pieks. Sehr schön. X. Er versucht mich zu essen. Er hat zum Glück immer nur einen Attack. Und da hat man immer einen sehr, sehr großen Vorteil in dem Spiel. Der hat sogar getroffen. Der nicht. Er wird weiter gepikst. Gut.
Du schneidest mal den da oben auf. Welcher Aufschneider, der Felix? Kann ich dich noch abwerfen? So, sehr schön. Er wird richtig reingebonkt. So, kommt man nicht ran. Oh, der hat eine 2er Reichweitenwaffe. Ihr kommt nicht ran, ihr Schweine. Hier oben. Ich werde hier rumlaufen müssen anscheinend. Komm nicht auf meine Reichweite ran. Hier unten geht es jetzt richtig hart rum. Machen wir ja auch noch eine Spearwall rein. Sehr schön. Eigentlich will ich mit dem jetzt noch gar nichts machen. Weil hier die Spearwalls sind. Ich glaube, wir werden mal hier rumlaufen müssen, um hier dann zu helfen. Aber noch einen Schritt will ich gar nicht machen. Warte mal noch auf die hier jetzt reinlaufen. Ansonsten muss ich mich anfangen, nach unten zu shiften. Wahrscheinlich sollte ich den hier schon nach unten shiften. Dass der hier bald helfen kann. Den kann ich hier einen Schritt ran machen und hier hinhauen. Weil der hat eine Waffe, die über 2 Reichweite geht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, dann können wir dich rausnehmen. Perfekt. Freut unsere Leute immer sehr. Können potenziell dich rausnehmen. Okay, haben die dahinter getroffen, das ist auch okay. Hauptsache wir treffen jemanden. Du wartest, für den Fall, dass sie rankommen. Du wartest, dass sie rankommen. Du machst eine Spearwall. Du schneidest den hier oben auf. Du machst noch einen Schritt ran. Einlaufen können sie und attacken. Und jetzt werden sie ja total tot gepiekst. Speerwelle sind extrem stark gegen sowas wie Untote, die einfach stumpf ranlaufen. Von daher machen wir jetzt gleich mal hier den Schritt nach unten, damit wir auch mal wieder mit dem zuhauen, mit dem Sono. Batz. Aufschneiden. Du bist nicht als erstes dran, deswegen bleibst du stehen. Weil die halt stumpf ranlaufen, das sind halt einfach nur die Zombies in dem Spiel. Können wir einfach so weiterlassen, das macht unfassbar viel Schaden und sie können uns nicht beschädigen. Das ist einfach die safe Variante, das zu spielen. So, jetzt können wir auf dich werfen. Einen haben wir noch. Und noch mehr? Ne, jetzt haben wir 0, jetzt müssen wir nächste Runde die Waffe wechseln. Hier gibt es hier sogar 2. Oh ja, der greift halt über 2 Reichweite an. Sau. Sauprotzen der. Zack, 93. Segel haut ihm richtig auf die Ömmel. Ihr kommt bitte nicht ran. Der kommt natürlich in den Reichweite auch nicht. Weil der kann ja nur hier attacken. Und da sind überall die Spearwalls. Hm. Habe ich vielleicht nicht 100% durchdacht. Aber das ist denn jetzt so. So. Die kommen aber manchmal wieder. Das ist ein bisschen das Doofe. Und die kommen dann auch ohne Spearwall-Trigger wieder. Das ist das doppelt und dreifach Doofe. Die sind auf den hier. Sehr schön. Da gehen wir mal nicht ran. Dann kann der nämlich ran und zuhauen. Hallihallo Anna. Wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, bei dir ist auch alles in Ordnung. So, jetzt können wir mit dem hier angreifen. Peaks. Und wir können auch den nochmal versuchen zu treffen. Schade. Bist du auch krank, Anna? Also nicht wegen mir, sondern weil Syft im Chat krank ist. Syft, was hast du denn? Ich wünsche dir natürlich eine gute Besserung auf jeden Fall. Hau ihm den Kopf ein. Yes, sehr gut. Sono Kopf eingehauen. Finde ich eine gute Option. Du sollst ihm nicht den Kopf einhauen. Ich hätte gerne den Helm. Das ist ja dann natürlich eine sehr suboptimale Variante. Ich glaube, ich gehe mal dahin, dann kann ich ihn einen vorziehen und besser schießen. Wir haben sogar Waffen zum Angreifen, ey. Gerade ein bisschen mehr, habe mich gestern ein bisschen überfressen. Jetzt die ganze Zeit komisches Gefühl im Bauch und traue mich nichts mehr zu essen. Okay, aber wegen überfressen, dass es einem mehr geht, ist ja noch halbwegs okay. Da gibt es deutlich... Das ist übrigens ein Problem. Da gibt es deutlich schlimmere Gründe, warum es einem mehr gehen kann. Sage ich mal so. Haha, Peaks. Nichts mit rantreten hier. So, jetzt muss man mit dir die Waffe wechseln. Und wir steppen wahrscheinlich hier rein. Ne, wir steppen hier rein, damit wir ihm helfen können.
Für nächste Runde. Ja, 95, 93, wir wollen den ja eigentlich. Wir machen erstmal den raus. Aber wir machen ihn nicht raus, weil wir den Helm treffen, wir Idioten. Oh, dann halt gepiekselt jetzt, ne? Oh. Der ist aber ein Problem, weil der Herd schon verletzt ist. Deswegen müssen wir den mal versuchen rauszunehmen. Er kann eh nur den angreifen. Sehr schön. Gehst du mal hier hoch, dann kannst du die alle angreifen. Hallihallo, Danjuschka. Einen wunderschönen guten Tag. Du machst dich ganz gut als Charakter. Hab's irgendwie geschafft, gleichzeitig Blasenentzündung und Mandelentzündung zu bekommen und irgendwie entwickelt sich's gerade in einer Erkältung. Aber eine Erkältung ist ja weniger als eine Blasen- und Mandelentzündung, oder? Und Ricky, einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe dir den Seed in Discord geschrieben. Und ich habe mich dazu entschieden, statt unserem Necro-Servant-Ding einfach einen Wiedergänger-Camp auszuheben, was ich entdeckt hatte. Halb 10 morgens in Deutschland alle kriechen aus den Löchern. So ungefähr. So, und Xan kann den hier übernehmen. Er hat Overworm, sehr schön, dann trifft er schlechter. Könnt den kaputt schneiden und den kaputt schneiden. Ricky trifft leider nicht ganz so gut. Ist ein bisschen doof. So, wir können hier noch einen Schritt vorgehen. Haben wir immer noch 3 AP zum Schießen. Machen wir mal den da raus, damit er nicht mehr über 2 Reichweite angreifen kann. Auf jeden Fall einen wunderschönen guten Morgen an alle, die jetzt dazugekommen sind. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Während wir hier uns gerade versuchen, unseren Sacred zu retten. Bauen wir ihm einen Ribbon ins Schädel. Peaks. Hallo. Bei dem würde ich gerne Rüstung und Helm bekommen. Also den, wobei der Helm ist schon angekratzt, vergiss es. Ist wahrscheinlich nicht mehr so relevant. Insgesamt. Würde ich mal behaupten. Sehr schön. Dann kann man den auch rausnehmen. Oh, wie weit können wir denn? Können wir nicht mehr angreifen. Schade. Es geht nicht ganz. Aber dann pieksen wir es einfach zu Tode. Würde ich mal vermuten. Weil hier kommen noch ein paar Leute wieder. Die wir gerade sehen. Kommen hier noch ein paar Leute wieder. So, und den zu treffen, wenn wir den versuchen zu treffen, können wir unsere eigenen hitten. Dann darauf. Sehr schöner Treffer. Sehr schöner Treffer. So, wir gehen mal hier runter. Dann können wir die nämlich alle angreifen. X. Können wir sogar noch einen Schritt weiter gehen. So, der wird umgelatzt. Mal zu dir. So, Kopf ab ist wieder sehr gut. Wie gesagt, dann kommen die auf jeden Fall nicht wieder. Soweit ich weiß. Ricky geht hier ran. Und Ricky macht natürlich den Kopf kaputt. Danke, Ricky. Du solltest nicht auf den Kopf zielen. Den noch raus. Das sieht auf jeden Fall sehr gut aus gerade. Lasagne und zum Abendessen Instant-Nudeln und zwischendurch habe ich leider immer unbewusst was in mich reingeschoben. Zartbitter Schokolade, Mini-Salamis, Gummibärchen. Das hört sich... Anna, das hört sich aber auch nach einem Mix an. Nicht, wenn der noch einen Helm hat, Ricky. Wenn er noch einen Helm hat, dann ist das schlecht, auf den Kopf zu hauen. Aber Anna, das hört sich auch nach einem Mix an, so von wegen, wenn du aufstoßt, weißt du nicht genau, was das ist. Also das hört sich nicht gut an, da. Huf. So, hallo. Das Bubelchen hat einen Kill gekriegt. Ja, sie haben noch einen Gegner. Du kannst einfach da bleiben. Das sieht insgesamt sehr gut aus. Oh, der kann schon pieksen. Perfekt. Ja, das war eine gute Runde. Wir looten hier ein bisschen was. Wir haben sogar einen Helm bekommen und ein bisschen Silberzeug. Insgesamt, glaube ich, eine ganz passable Variante. Ist das? Das ist aber nicht das. Das zählt nicht, oder? Dammit. Das ist natürlich doof. Dann müssen wir doch mal in die Wildnis. A ruin or hostile camp and destroy it. Hm. Wenn ich aufsuche, schmecke ich die Salami. Also ja. Ich bin die Anna, 19 Jahre alt und dumm. Oh, wow. Das wollte ich jetzt damit nicht sagen. Aber
mal 500 Kronen für bekriegt. Das ist tatsächlich besser als manches andere, was wir gemacht haben. Vor allem können wir dich, glaube ich, noch reparieren. Das gibt ganz gut Geld. Die anderen Sachen können wir, glaube ich, verkaufen. Die, na, halt, der Helm. Den Helm. Das ist nämlich ein 140er Helm. Die brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Ja. Moment, wir haben noch eine Rüstung bekommen, oder? 90er. Puh. Ich glaube, die 90er brauche ich nicht mehr. 10, minus 8. Ich glaube, ich brauche die hier auch nicht mehr. Hab noch ein paar Rüstungen. Gut, wir haben Vorräte für 5 Tage, wir haben genug Kohle. Munition wäre vielleicht noch ganz gut, den nehmen wir noch mit. Ja, dann gehen wir doch mal in die Wildnis, hier nach rechts würde ich sagen, und gucken, ob wir hier irgendwas finden. Weil das ja anscheinend das Ding ist. Alternativ könnte man das hier versuchen, platt zu machen. Hill People Tomb, aber ich glaube, das ist ein ähnliches Problem wie hier oben mit den Necro-Servants. Ich wurde gestern Abend zu League of Legends genötigt. Ich habe mich gar nicht mehr so gut gefühlt. Ah, dein Unwohlsein liegt eigentlich daran, dass du League of Legends gespielt hast und gar nicht am zu viel futtern. Wobei, da kann ich verstehen, dass du Frustessen gemacht hast. Also wenn ich League of Legends spiele, frustesse ich auch. Nicht schlimm, gegen 19 kann man was tun. Bei dem Namen, uff, das gestaltet sich schwer. Was? Bei dem Namen? Ricky! Sind wir jetzt ein Namensdiskriminierer oder was? Achso, ohne schlechten Unerfahren. Ja, gut. Ja, also ich würde versuchen, hier oben mal hier reinzugehen und Sachen zu erkunden, ob ich da irgendwas finde. Mal sehen, ob wir hier was finden. Oh, never mind. Es zählt doch als Ambition Fulfilled. Perfekt. Dann müssen wir das nicht tun. Perfekt. Dann können wir einfach Quests weitermachen. Eine Freundin von mir heißt auch Anna und naja. Ja, aber Anna heißt ja eigentlich Annalena. Ich bin nur zu faul, das zu sagen. Und der Name ist, glaube ich, selber ausgesucht. Deswegen ist es in der Stelle doppelt schwierig. I need you to go out to the hinterland. We got a couple of the monsters on our hands. They're killing farmers, peddlers. Hell, some of those folks were even well liked. Okay, irgendwelche Monster. 1500 ungefähr. Okay. Mit dem bin ich, glaube ich, eh schon verbündet, oder? Ne, bin ich nicht ganz. Hand down. Yo! Nein? Einfach nein? Tollpatschi. Nee, Ricky. Lindwürmer? Meine Truppe besteht zum großen Teil noch aus Bauern. Ich glaube, mein bester Hintergrund ist jemand, der schon lebenlang Söldner war. Mal kurz gucken, ob die Tür zu ist, nicht, dass ich mich hier laut aufrege und dann wecke ich Lumi. Sind doch nur Würmer, einfach Sperrwal. Ich glaub, die können ein bisschen mehr. Weil die sind der Endgegner in einem kostenlosen DLC gewesen für Endgame. Dass das zwei Grundköpfe sind, ist einfach nur lächerlich bullshittig. So, 180, 700. Okay, wohin? About 2 days to the south by road. In Hakim al-Ramal. Hakim al-Ramal ist da. Da muss ich halt entweder hier mitten durchlaufen oder übel weit außen rum. Das ist nicht so geil. Das ist bestimmt nur einer. Und der eine ist bestimmt schon halb tot. Da müsste ich, glaube ich, wirklich darauf gehen, dass ich Stunts habe. Wenn es einer wäre. Wenn es wirklich nur einer wäre. Aber hier steht The Lindwurms. Also hier sind es mehrere. Okay, also wir versuchen es mal. Ich speichere mal. Wenn ihr mich unbedingt dazu drängen wollt,
Dann müssen wir gucken, wer hat denn unsere beste Hitchance. Das bist tatsächlich zum Beispiel du, Sono, mit, glaube ich, mit 67. Basic Hitchance 68. Aber du bist, glaube ich, schon Schwertmeister, ne? Bei dir will ich das eigentlich nicht ändern. Ja. Dann Sono, du hast nämlich noch keine Spezialisierung. Du kriegst dann wieder hier Stunny Stunstun. Oh, und wir haben ein Level Up. Das ist gut. Moment mal kurz, hat er Dodge? Er hat noch keinen Dodge. Dann gehe ich erstmal Anticipation, weil der logischerweise immer weiter wegsteht, damit er schlechter getroffen wird von anderen Range-Dudes. Das wollen wir haben. Ein 4er-Roll für einen Stern, das ist richtig gut. We got him. Oh, wow. Ich habe ja gesagt, ich speichere erstmal und wenn das schief geht, lade ich halt wieder. Aber okay, ich probiere es für eure Unterhaltung. Resolve wäre, glaube ich, noch ganz gut. Und eine Melee-Defense, damit er, wenn er mal gezingelt wird, ein bisschen besser abhauen kann. So. Dann müsstest du wahrscheinlich aber irgendwie mitten rein. Und du hast noch keine fette Rüstung. Du hast eine 95er Rüstung. Du kriegst erstmal eine 110er Rüstung, auf jeden Fall. So. Nach dem Ändern, ne? Speichern und so. So, Lindwurm Contract. Okay, accept this contract. Hunt down the Lindwurms around Zahnstadt. Ja, gut, es ist halt die Frage, wo sind die? Was immer das bedeutet, around Zahnstadt. Es sind zwei. Es sind erstmal zwei. Das ist das erste. In Sohn, the order shot. Calls out, looking up, you see the Lindwurms emerging from a hole in the ground. Great sheets of dust streaming off their sides. Their bodies sway low to the ground as they whip their way toward the White Ravens. Also die kommen aus dem Boden. Die schlängeln sich aus Löchern im Boden. Ich habe keine Ahnung, wie schnell die sind. Wahrscheinlich sind sie viel zu schnell. Wenn ich das so vermuten darf. Wir hier den Highground eigentlich erstmal haben. Keine Ahnung, was die können vor allen Dingen. Moment. Das ist auf jeden Fall immer ein Vieh unten ein Schwanz. Ugh. Ich habe keine Ahnung, der Schwanz hat wahrscheinlich eine Range, oder? Würde ich mal vermuten. So lang wie der ist. Wir sind nicht mal voll geheilt. Wait a second, das machen wir jetzt aber kurz. Wir heilen voll, wenn wir sowas schon versuchen. Wir heilen voll, es sind zwei. Hier, das muss man laden, sonst können wir nicht heilen. Das heißt, wir chillen mal kurz. Along the way, while traveling the land, Sacred gets stuck by Birdshite. Sacred wird voll geschissen. Crossless all of his armor are... His arms go white like chicken wings as he looks at the damage. Bloody hell, just my luck. Was? Someone bring down that plumped transgressor. Wir können also dafür sorgen, dass... Also wir können einfach sagen, yeah, scheiß drauf, jetzt weiter geht's. Oder wir können sagen, hey, schießt auf das Hühnchen. Schießt auf das Hühnchen. Sonix looks up and shields over his eyes, tongue out, he sees the bird and nods, he licks his finger, puts it to the air and nods again, the archer grins as he knocks an arrow. With crime there's punishment. Oh, and mock the man's was? And mock the man moralizing, but he calmly raises the bow, der hat eine Armbrust, aber ist egal, and lets the arrow loose. It zips and shrinks high into the air and you can hardly see the shot, but you do see the bird suddenly. Crank sideways and start swinging. Okay, er hat getroffen. Also Sonic hat getroffen. This only brings more cheers. The Archer is 90. Okay, ja, yeah, nice. Haben getroffen. Mir fällt gerade so ein, apropos Archer und so. Armorer. Also erstmal können wir den Leuten nochmal was ausgeben. Wenn wir schon hier rumhängen. Aber hier gab es keinen guten. Nee, hier gab es keinen guten. Gab es nur gute Rüstung. Nur halt mit Ambush Traders ist das blöd. Deswegen, ja, wir brauchen, was steht hier? 2 Tage, Alter, what? Ja, gut. Wir werden wohl 2 Tage heilen müssen.
campen mal ein bisschen in Sandstadt rum. Während wir Essen verbrauchen und alles. Jetzt wünsche ich gerne die Zeit ein bisschen mehr beschleunigen, ganz gern. Ne, wir sind geheilt. So viel zu 2 Tage. Perfekt. So, safe. Lindwurm. Accept this contract. Oh, die müssen hier Spuren. Greifen die uns an? Die greifen uns nicht an, ne? Okay. What? Fick die Aufgabe. Das ist nicht machbar. Ich hatte mit 2 Lindwürmern, glaube ich, schon Probleme. Jetzt haben wir irgendwie 12 Nachtseher noch dabei. Und dann auch noch die guten. Alter. Okay, die hauen ab. Nee, ich glaube, das ist. Die sind ein bisschen gegeneinander. Die bekriegen sich. Lindwürmer und Nachtseher mögen sich nicht. Die waren gerade nicht da, das ist richtig. Das sind meine Backlight erstmal hier unten. Die Frage, was bleibt davon übrig und was ist das schlimmere Übel? Da sind schon tote Nachtseher auf jeden Fall. Kommt dir der Angst entgegen? Ja, anscheinend. Anscheinend, ey, what the fuck? So, sind wir rum. Die machen alle zuerst. Okay, der kommt zu uns. Ja gut, das können wir übernehmen. A plethora of Nachtseher versus 2 Lindwürmer. Können wir mal sehen, was jetzt hier passiert, ey. Schade. Okay. Ja. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, was jetzt hier passiert. Okay, der ist down. Wir müssen uns hier hart rantasten. Oh, da kommt... Oh, shit. Oh, shit. Ich bin dann mal im Lurk noch so ein paar Dinge nebenher machen. Gerne, Anna. Ich wünsche dir viel Erfolg und viel Spaß. Ich habe das Gefühl, man sollte gegen die nicht so sehr klumpen. Ich habe es noch nie gesehen. Aber ich habe so das Gefühl, die könnten ein bisschen AOE haben. Deswegen vor allem lieber nicht an Engstellen kämpfen, damit wir die Übermacht haben. Wir müssen jetzt hier uns in die Richtung orientieren, damit solange die hier noch beschäftigt sind, würde ich sagen. Zono, du musst hier rüber, du bist unser Stunbot. Die haben AOE. Die haben auf jeden Fall AOE. Das ist, glaube ich, sowas, das zählt wahrscheinlich als Zweihand. Zweihand. Stumpfe Waffe. Okay, dann müssen wir uns sehr weit hier rüber orientieren. Dann übernimmst Rotfeder mal hier die Stelle. Du übernimmst die. Du gehst mal irgendwie hier so hin, würde ich sagen. Dann brauchen wir dich aber wahrscheinlich auch mit hier drüben. Zumindest ein Feld noch dahin. Gehen wir eigentlich gar nicht rein, die sollen sie erstmal machen, ja? Also was auch immer davon übrig bleibt, müssen wir uns dann angucken.
Okay, du kannst nicht mehr laufen. Du willst nicht mehr laufen. Du wirst auch nicht mehr laufen. Oh, die kommt, glaube ich, zu mir. Der hier, der läuft, glaube ich, dran vorbei. Oh, der läuft auch dran vorbei. Oh Gott, da gibt es einen großen. Du wartest. Vielleicht wollen wir doch lieber hier mit dir den mal platt machen. Sehr schön. Ja, ich weiß, wir mischen uns trotzdem jetzt gerade ein. Aber der kommt auf jeden Fall. Oh, scheiße. I'm not so happy about this. Das ist halt ein übelster Kampf, ey. Ich will eigentlich nicht mitten rein. Ich will nicht von oben und unten angegangen werden. Hätte vielleicht doch lieber mich am Rand langhangeln sollen. Scheiße. Der Kampf ist auf jeden Fall machbarer geworden, aber damit. Dran war der ja schon. Dann gehe ich jetzt. Wobei, der kann, glaube ich, relativ weit. Aber vielleicht nicht ganz so smart, so nah ranzugehen. Du wirst auch noch für mich kommen, glaube ich. Ricky stellt sich mal hier hin, damit unser Range-Dude hier oben drauf kann. Ich könnte jetzt ranlaufen, aber ich kann nicht mehr angreifen dafür. Danjushka. Nee. Ah doch, ich glaube, ich brauche die lieber hier drüben. So, wir callen mal die Leute, soweit es geht, ran. Sono geht mal außen rum. Der kann hier reinsteppen, wenn ich mich hier hinstelle. Deswegen stehe ich mich hier dahinter. Der ist da oben beschäftigt. Die räumen übel mit den Viechern auf. Die können irgendwie dreimal angreifen, glaube ich. 84. Bin mir nicht sicher, was davon das gefährlichere Teil ist. Das war 30 Damage. Alter, die halten ja alles aus. Okay, sie kommen nicht mehr zu mir. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. An der Biggie sollte einen Moment aushalten. Dann komm du mal hier runter mit. Wir decken unseren Rücken mit den beiden. War das? Ja, der kommt nämlich doch ran. Aber er darf nicht attacken. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt gehen wir einfach nur rein, um den zu taggen, damit wir möglichst gute Hitchancen haben, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob wir das Ding überhaupt stunnen können. Oder ob wir das Ding stunnen müssten. Wir haben jetzt ein Problem, vor allen Dingen. Wenn wir jetzt schießen, treffen wir eventuell unsere eigenen Leute. Wir müssen also hier hin. Das ist halt null Damage, ey. Ja, keine Ahnung, ob ich das stunnen kann. Probieren wir mal. Wirkt nicht so. Hab zweimal gehittet und keine Stunts gehabt. Ich glaube, ich habe 100% Stunfähigkeit. Habe ich nicht auf dem. Hatte ich nicht. Aber es wirkt nicht so, als könnte ich das dann. Wenn nämlich wie das hier stun. Und da ist hier so natürlich genau auf der falschen Stelle. Scheiße. Hier bräuchte man wahrscheinlich was, was richtig gut gegen Rüstung ist. Wäre, glaube ich, ein Hammer. Wäre insane. Oder das, was 100 Damage macht. So, wir machen hier die Hitchance höher und du machst das. Ihr seid dann oben beschäftigt. Sehr schön, sehr schön. Er hat vor allem übel viel Rüstung schon verloren. Das ist echt nice. Ich kann hier hinlaufen und noch attacken. Aber ich treffe leider nicht. Ich treffe leider nicht. So, dann haben wir nächste Runde schon mal nachgeladen. Rückendeckung, wie gesagt.
Moment, hab ich. Oh, die haben beides gleiche HP, das sehe ich jetzt erst. Also die gehören zusammen. Okay, okay, okay. Die gehören zusammen. Du nimmst jetzt das hier ein. Oh, die sind nicht auf Reichweite. Der kommt hoffentlich nicht zu mir. Beasted. Sehr schön, wir geben ihm Overwhelm, dass er weniger hittet. 20%. Wir treffen aber irgendwie auch nicht, das ist schlecht. Und das trifft irgendwie gar nicht. Jetzt sind wir durch seine Körperrüstung durch. Bis jetzt haben wir sehr, sehr gut nur den Körper getroffen. What? Sprayed with acid? Tempest of Head Armor is lost each turn. Tempest of Body Armor is lost. What? Ach du Scheiße. Ja, ihr bleibt da oben. Oh, der kann zwei Reichweite. Ja. Aber dann hauen wir halt auch mit ihm darauf, wenn die eh das gleiche HP haben. Wait a second. Warum wurde hier unten gerade er angegriffen? Was hab ich denn jetzt verpasst? Also anscheinend sind die Range deutlich besser. Oh, oh, hast du ihn da oben gefuttert? Das wäre richtig schlecht, wenn du ihn da oben gefuttert hast. Zwei Reichweite Schwanz? Wahrscheinlich. Ja, schon der Schwanz darf wahrscheinlich nochmal attacken. Ja, ich habe halt ein übelstes Problem mit dem Acid-Ding. Weil ich halt häufig angreifen muss. Pff. 43 ist halt keine Hitchance auf das Ding. Gehst mal dahin. Einwurf habe ich noch. Einwurf hatte ich noch. Muss ich in Nahkampf gehen mit ihm. Also, ich glaube, Speere sind ziemlich das Schlechteste, was man gegen die machen kann. Ja, und du hast keine Ausdauer mehr, scheiße. Wenn ich vollständig umrunde, ich habe nichts, was ich in Nahkampf stellen will weiter. Also nur mit denen hier dann noch, aber... Ja, kann natürlich versuchen, ja, mit ihm noch weiter rumzugehen. Da waren noch Leute gestunt jetzt von meinen, ey. Das macht halt keinen Damage. Vicky trifft halt gar nicht. Und du bist halt fast tot, ne? Müssen wir einen Schritt weggehen, damit wir aus der Reichweite rauskommen. Du musst halt nochmal rumlaufen. Du gehst jetzt mit dahin. Eins aus der Reichweite raus. Ja. Den kriege ich aber nicht aus der Reichweite raus, weil er gestunt war. Es könnte sein, dass Ben jetzt stirbt dafür. Nee, Ben ist nicht gestorben dafür. Trifft aber auch nicht. Oh oh. Hallo. Ich muss ja noch kurz einen Lindwurm schnetzen, bevor du zu mir kommen darfst. Ich muss noch kurz einen Lindwurm schnetzen, bevor du zu mir kommen darfst. Prozent, ey, das ist so schlecht. Das ist so schlecht. Come on! Nur noch... Oh Mann. Er stirbt halt nicht. Finally!
Okay, jetzt musst du aber hier rüber gehen, um den aufzuhalten. Mit der auf andere Leute geht. So, du musst das alles... Oh Gott, ja. Der lebt noch! Warum kommst du zu mir? Moment, wir könnten aber fliehen. Wir haben, aber da kriegen wir keinen Loot. Außer wir nehmen Loot, glaube ich, mit jemandem. Aber so low, wie wir sind, würde ich fast sagen, wir müssen hier raus, den Loot noch schnell mitnehmen von ihm. Und den zweiten Lindwurm machen wir extra, wenn wir uns geheilt haben. Den müssen wir halt nur dann tracken zwischendurch. Ja, hört sich nach einer guten Strategie an für mich. Darf ich? Ich will aber jetzt nicht auf Retreat drücken, weil ich will das jetzt noch einsammeln. Dann stell ich dich aber schon mal dahin. Okay, der rennt weg. Nehmen wir dich mal da drauf. I. Dürfen wir hier jetzt Ground? Ich darf es aber nicht mitnehmen. Oh, Moment mal, doch. So rum? Darf ich es irgendwie? Ich darf es nicht mitnehmen. Wieso darf ich es? Nein! Oh, darf ich nicht. Darf ich nicht. Hallihallo, John. Nee, also ich darf das wohl nicht mit einsacken. Dann würde ich sagen Retreat. Ja, aber ich habe keine Option, das ins Inventar zu nehmen. Also, es ist nur Ground, Perks und in dieser Slots hier darf ich es nicht rein. Auch wenn ich es hier rauslege, nicht. Und ich verbrauche übrigens AP jedes Mal, wenn ich interagiere. Scheiße. Ja, deswegen Retreat. Retreat. Ich habe keine Lust, jetzt meine Leute zu verlieren. Dafür. Cannot be changed in combat, steht da. Ist das das? Ja, ich denke schon. Also, wir haben einen Down gekriegt, einen Lindwurm. Wir haben einen Lindwurm Down. Hätte darauf achten sollen, wer den geslayt hat. Sehen wir aber, glaube ich, jetzt, wer den Kill hat. Wer hat den Kill von uns? Danjushka. Danjushka the Slayer. Es gab 400 XP teilweise. Felix, hat Felix so viel XP gekriegt? Jetzt haben wir halt dann, ja, jetzt müssen wir halt mal zurück. Geiler Name, Geist, geiler Name. Ja, so. Wo ist er denn? So. Danjushka Windwurm. Wormslayer. So. Eine müsste schreiben können. So, der hat sich einen Spitznamen verdient. Jetzt müssen wir uns halt heilen. Erstmal kurz. Gehen wir nach Sandstadt zurück. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Beziehungsweise, wir haben ja einfach Zeit. Achso, heilen, deswegen hat Sandstadt, weil hier gab es doch den Tempel, genau. Smashed Hand, Heal, Heal, Broken Arm. Hier, hier. So, dass wir alles insgesamt schneller heilen. Und wir gehen einfach mal hier runter, gucken, ob wir uns Salz kaufen können, um ein bisschen Geld zu machen. Danjushka, der mit dem Wurm. Ne, Wurmslayer ist jetzt. Taverne auf den Schreck. Stimmt, das können wir auch hier machen. Oh ne, haben wir keine Taverne. Dammit. Oh ja. Oh ja. Gib mir das Salz. Gib mir das Salz. Ich weiß nicht, ob ich den Wurm wirklich stunnen kann. Ob meine Idee mit Sono nun wirklich so eine gute ist. Ehrlich gesagt. Aber wie gesagt. Along the way, the tracks have the grass flattened in a shaking pattern with holy sets aside. Woodfield crouched beside the pen. Either a plow with no dig or this be the critters we are looking. Ach ja, okay. Ja, ja. Das ist jetzt halt. Hey, hier sind irgendwo die Leute, die wir suchen. Taverne können wir immer noch machen, wenn wir jetzt abends zurückkommen. Wir sind ja nur einen halben Tag hin, einen halben Tag zurück. Hier, Taverne. Let's go. Jetzt können wir hier wieder ein bisschen abchillen. During camp. Need to catch the eye of the noble house. Das wäre auch ganz geil. We fight well, but we need to be get better organized in case things get dire. I shall name a sergeant. Ich glaube, wir haben schon einen Sergeant. You have at least one man with ready the troops perk. You also need space enough in your inventory for a new item. Ich krieg noch Item? Ja dann, hier, Sergeant, oder? Unique accessory that grants the wearer additional... Yes, let's go. Nehmen wir.
Encamped. So, wie sieht's aus jetzt heute Morgen? Ein Tag, 1 bis 3 Tage. Der Knochenbruch ist halt echt heftig. Vor allem, weil der wirklich viel Skill. Deswegen habe ich nichts mehr getroffen dann. Weil ich echt viel Skill, 40 und 50% Melee-Skill verloren habe. Ambition fulfilled. You gain a Sergeant Sash. Nice. Wo ist die Sergeant Sash? Da. Plus 10 Resolve. Oh, kriegst du die jetzt wohl. Wir hatten hier einen schlechten Resolve als Tank vorne. Hier, 33. Du kriegst erstmal ein Plus-Resolve-Ding. Plus 4. Ja. Wie? Frische Luft? Du bist ja eklig. Wer macht denn sowas Widerliches? Ah. Achso, wir wollten hier verkaufen, ne? Hier, wir haben für 295 gekauft. Jo. Achso, wir brauchen Tools and Supplies. Natürlich. 14 Undead rennen hier halt auch rum einfach. Wait a second. Ich will nicht mit denen kämpfen. Geht weg. Geh dir weg. Geh dir weg. Scheiß Undead. Was denn jetzt hier am Abgehen? Ah, da kommt der Lindwurm, den ich suche. Moment, wie geht's denn mir inzwischen? Ich habe immer noch den Bruch. Aber den Frontliner geht's zumindest wieder ganz okay. Jetzt könnten wir gucken, ob wir die anderen in den Lindwurm reinholen. Ja, habe ich auch so das Gefühl. Aber die wollen, glaube ich, nicht, die anderen mit dem Lindwurm. Und das ist für eine Aktion. So, Lindwurms. Ihr chillt einfach ein bisschen, ne? Der hat HP und alles. Wie geht's in Rüstungen? Rüstung noch fast wieder repariert. Das ist halt echt doof. 1 bis 2 Tage. Ben trifft auf jeden Fall wieder. Sacred trifft halt nicht so gut. Habe ich jemanden, der keinen Special Perk hat auf irgendwie im Nahkampf? Dich, Zwubel, aber du hast auch nur einen 51er Hitchance. Lohnt sich, glaube ich, nicht, dir den Military Pick zu geben, weil du sonst gar nichts triffst. Weil die Rüstung ist ja schon extrem stark von denen. Ich könnte ihm noch ein Schwert geben, was, glaube ich, Blutungsdamage macht, aber ich glaube, geblutet haben sie auch nicht. Ich glaube, ich kann sie nicht ausbluten. Ja, habe ich schon die Idee, das auch zu machen. Du hast sogar die Flail-Sachen. Du bist Spear. Ich kann mal überlegen, ob ich bei dir für das Blutungsding gehe, aber ich glaube, das will ich nicht. Xan. Also, wir werden es auf jeden Fall noch ein bisschen verfolgen. Huch. Ihr seid, glaube ich, nicht aggressiv, ne? Ihr Lindwürms. Da, was ihr alles rumrennt, ne? Ja gut, dann würde ich sagen, Angriff, ne? 1 bis 2 Tage ist halt echt nicht normal. Ich würde eigentlich ganz gern warten, bis das Geld bezahlt wird. Vielleicht ist dann schon geheilt. Aktuell ist das echt noch ein Problem mit seinem 33, wo er sonst 66 hat. Neue Ambition. Let us seek fame, forge my fighting crowds. I know the sour of your feet are itchy to open road. We need to spread word about the common. Let us pay visit to every settlement far and wide. Let us set aside skirmishes for now and seek to defeat a group of at least a dozen opponents. That is how our name will become known throughout the land. Gain 150 renown for your victory. Ja, das können wir einfach machen, weil 12, also Gruppen von 12 haben wir jetzt schon ein paar Mal besiegt. Allein die Untotengruppe heute. Nee. Came across a guild. But it seems that there's a hint of religious reckoning in the air. Aha. Irgendwas Religiöses in der Luft. So, ist jetzt der Tag rum? Yes!
Okay, wir sind wieder on track. Let's go, Lindwurms. Wir haben das gleiche wieder. Die ziehen anscheinend die Nachtseher an. Und diesmal können wir mit den Nachtsehern kämpfen. Also die Nachtseher kommen zu uns, dann nicht, aber... Wow, das fängt ja mal gut an. Nee, das ist glaube ich nur ein Lindwurm. Das ist glaube ich nur, das steht ja auf der Map, dass nur ein Lindwurm ist. Oh, hallo. Kommt ihr jetzt zu mir? Das wäre schlecht. Ihr habt gefeastet vor allen Dingen. Da bin ich eigentlich gar nicht so scharf drauf. Ja, mal sehen. Wenn er sich die Leiche holt, wird er totgepiekst, würde ich sagen. Ja, wenn die hier kommen, ist ein bisschen blöd. So insgesamt. Ja, ich weiß nicht, wenn der woanders hinrennt. Mal sehen. Natürlich auch besetzen können. Ja, wäre auch smart gewesen. Ja, kann ich immer noch hier. Zack. Leiche ist Bait. Ja, tatsächlich hätte ich gedacht, weil wenn der hier drauf move, kann er das noch nicht futtern. Und da dachte ich, das wäre eine Bait dann ganz gute. So, du gehst schon mal hier mit hin. For the company und so. Erstmal sehen, was hier passiert. Also ich habe hier überhaupt keinen Plan, was hier abgeht. Okay, die kommen zu mir. Mit dem muss ich mich rumschlagen, ob ich will oder nicht. Ob ich will oder nicht. Das heißt, Zwube wird hier Spear holen gegen die. Wenn sie rankommen. Geben wir dem schon mal einer. Müssen wir hier die Seite aufbauen. Frage ist, was macht der da? Der da rumlummelt. Wir können hier nämlich nicht komplett auf der Leiche stehen bleiben. Das ist ein bisschen das Problem. Wir wollen hier noch mehr Spearwall drüben haben. Das ist eigentlich wurscht. Können wir aber hier rumgehen. Du bist ein Stunner. Du könntest eigentlich auch schon mit sich neben die Spearwall stellen. Was ist denn, wenn ich hier hingehe? Was sehe ich denn hier so? Okay, hier sehe ich nichts. Dann gehe ich wieder zurück. Du machst noch eine Spearwall. Xeli geht mal auch mit dorthin zum eventuellen Spearwall. Du bleibst da. Kommst du nämlich ran, ne? Wegen der Leiche. Keks, ne? Du wirst nicht so weit rankommen, dass ich eine Spearwall brauche, diese Runde. Ich werde hier oben noch dicht machen müssen. Weil jetzt kann ich wahrscheinlich auch so machen. Stell ich mal den Ricky hier drauf, weil der hält ja eigentlich ganz gut durch. Und mach mal den hier an. Und dann gehen wir hier mit rein. Kommt noch mehr zu mir. Die scheint da oben nicht noch nicht beschäftigt zu sein bis jetzt. Muss ich mal so sagen. Distance 5? Distance 5. War der eine Hit mehr. Sollte die wahrscheinlich komplett umstellen, ne? Aber dann sind hier unten, ne, dann sind hier unten. Wobei, ihr kommt ja noch nach. Jetzt Fubel gehen wir da noch mit ran.
you. 75% verschossen. Ach, Ben. Das muss eigentlich besser gehen. Schade. So, Sono ist jetzt hier. Kann Sono hier rüber gehen? Sono kann hier rüber gehen. Platz. Müsste ich hier hin, dann kann ich aber nicht mehr angreifen. So. So. Kopf ab, jawohl. Jetzt haben hier leider sehr viele Leichen generiert. Das ist gar nicht das, was ich wollte, so gerne. Insgesamt. Jetzt muss ich die nächste Leiche stellen. Mit Ricky. Okay, ihr habt nicht so viel Bock. Gut, dann kann ich mich hier drauf stellen und so ein bisschen vorrücken. Wenn er hier hochkommt, dürfte er, glaube ich, nicht angreifen dürfen. Wir stellen mal lieber uns hier hin. Sicher ist sicher, wir können auch nächste Runde einfach hochgehen und ihn hitten. Okay, der reicht aus. Pieks, pieks, bonk. Die hätten dich eindeutig engagieren sollen für die Soundkulisse. Ja, schade. So, dann gehen wir nämlich hier hoch. Und haben dich ja dann schon mal. Der weicht nicht aus, der will die Leiche, meinst du? Lass mal dich halt nochmal stehen kurz. Peaks! Ich kann auch Peaks machen. Oh, du hast keine Aktionspunkte mehr. Wir gehen mal hier hin und gucken mal, was da ist. Okay, wir müssen halt hier erstmal erkunden, was hier abgeht. Wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht in den Rücken fallen. Diese Viecher werden da regelmäßig angezogen. Ist das so deine Erfahrung, ja? Wir warten mal ab. Okay, du bist. Du hast alles gespearwallt, du musst jetzt wieder hier unsere Front unterstützen. Ich gehe mal mit dir noch nach vorne. Ich gehe mit dir noch nach vorne. Okay, der hat, glaube ich, gerade wieder einen gekillt. Und hier können wir auch noch einen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da können wir direkt weitergehen. Wir müssen halt irgendwie vorwärts laufen und gucken. Xan 1 und 2 wurden vielleicht irgendwie zerfetzt oder von irgendwelchen Dieben gebonkt oder sowas. Also sind Dinge passiert, bestimmt, ja, ja. Ich lass erst durch mal hier stehen. Ich will nicht zu sehr vorsprinten. Der haut eindeutig ab. Würde ich sagen. Was ist mit dem? Der rennt uns irgendwie. Ich glaube, hier drüben ist einfach der Lindwurm, oder? Kann das sein? Dass der sehr weit rechts ist? Wir laden erstmal nach. Das Gefühl, der ist nicht hier oben, sondern der ist irgendwo da. Garstige Hobbitze! Ja, so ungefähr. Der ist. So, wir laufen mal. Wir laufen, du brauchst nicht weiter, du hast eh keine. Wie viel hast denn du noch an Wurfwaffen? 4 von 5. So. Stellen uns mal hier einen Weg von ihm. Weil irgendwann fallen die uns ja sowieso in den Rücken. Bin gespannt, wo er hin will. Ja, ein bisschen überschlagend vorgehen hier mit unseren Frontline. Lässt sich hier rein. Okay, der Lindwurm hat, glaube ich, richtig Spaß gerade. So, mein Gefühl, meine Wahrnehmung. Wir müssen mal hier unten ein bisschen zu unseren Fernkämpfern noch ein paar Leute stellen. Das werden wir jetzt auch hier tun. Ja, hier hinten passiert der Kampf. Okay. Haben wir das schon mal ausgemacht. Deswegen rennen die alle nach rechts. Okay, du hast aber keinen Bock auf Fighten. Okay, okay. Da wurde gefuttert. Wir rennen mal nicht mit dem vor. Sondern mit Ricky. Da ist er.
Schmatzi-Schmatz, ja. Da wurde richtig reingeschmatzt. Hier haben wir einen fetten, nehme ich. Wir können ja einfach daneben stehen und warten, was passiert. Aber ich fürchte, ich muss mal kurz nochmal auf Toilette. Auch wenn das gerade voll spannend ist, aber es geht einfach nicht anders. Wird auch einen Moment dauern. Ne? Also ich werde hier mal einen AFK-Screen reinmachen, weil... Oh, sagt doch mir nachher jemand, dass ich hier voll überbelichtet bin. Da sagt wieder keiner was. Da sagt wieder keiner was. Ja, die Blindwürmer halten unfassbar viel aus. Ist Absicht, dass du heute erleuchtet bist. Ach komm. Als ob sowas Absicht wäre. Und ich glaube, ich bin immer noch überlichtet. Und Syft, ich wünsche dir viel Spaß auf der Couch. Und Xan, einen wunderschönen guten Tag. Guten Morgen eigentlich. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Wie gesagt, ich werde noch kurz hier was umstellen. Das ist mir immer noch ein bisschen zu hell. Ja, so vielleicht eher. Ist aber auch gerade sehr hell. Ist aber auch gerade sehr hell. So. Und wir sind hier gerade im Fight gegen Lindwürmer, Xan. Wir haben heute schon Lindwurm besiegt. Und wir haben hier gerade den schönen Vorteil, dass hier Nachtseher auch den Lindwurm angreifen. Also die haben wohl richtig Bock. Problem ist, wer auch immer davon übrig bleibt. Ich hoffe, es ist der Lindwurm, aber ich weiß es nicht so richtig. Könnte auch schief gehen. So, wir holen mal den Yushka noch ran. Du gehst um uns rum. Sono können wir hier reinstellen. Versteckt. Wir können hier mal oben den Highground einnehmen, für den Fall, dass hier irgendwie Dinge übrig bleiben und von hier aus weiterarbeiten. Ja, habe ich auch realisiert, dass es ziemlich überbelichtet war. Bin gerade Tag 13, ist neu angefangen oder was? Wie laufen so bei dir die Runs? Warum fängst du typischerweise neu an? Anstatt neu zu laden oder spielst du komplett Iron Man immer? Achso, war ohne DLCs. Ah, hast du dir die DLCs gegönnt. Okay. Ja gut, dann wünsche ich dir viel Spaß. Da gibt es ein paar neue Dinge zu entdecken. Da habe ich 25 Euro in die Hand genommen. Wuhu! So. Wie gesagt, ich würde hier mich gern drauf positionieren, um im Zweifel erstmal zugucken, was hier passiert bei dem Fight bei denen. Erstmal reinschauen. Das hier ist auch noch oben, ne? Erstmal hoch. Sacred kommt mit. Sacred kann ein bisschen unten rumlaufen. Ich glaube, der Lindwurm gewinnt das Haus hoch. Ist nur so ein Gefühl. Na, ne, da sind noch ein paar oben auf der anderen Seite. Das Ding rennt weg. So, dann können wir dich hier hinstellen. Ricky ist unser Tank hier vorne. Ich kümmere dich von hier aus, können wir sogar noch auf das Ding schießen. Aber nicht auf das andere. Die Nachtseher müssen halt sterben und fressen, um gut zu werden. Ja, der hier ist ja schon. Ne, das ist auf zweiter Stufe. Also, hier liegen ja jede Menge Leichen. Die könnten sie ja fressen, wenn sie da hinkommen würden. Das ist nicht so, dass es nicht genug Leichen geben würde. That's not the case. Keine Chance. Ja, ich weiß. Aber wir haben mit Sicherheit hier irgendwo auch eine Stufe 3er. Also hier oben ist ja wahrscheinlich was drin. Die Frage, ob ich mit Sono das da... Wahrscheinlich will ich Ricky und Sono tauschen. Und ich will eigentlich auch Speere da vorne hin haben, hier auf die beiden Sachen. Und daher... Gehst du mal dahin schon mal, Xeli. Und du bist der mit Roadfader, bist auch noch... dabei, auf jeden Fall. Ihr beide seid wahrscheinlich meine wirklichen Frontliner dann. Xan nimmt die Seite, würde ich sagen. Also ein Lindwurm haben wir schon. Aber da müssen wir mal gucken, wie der Rest läuft. So, hier, du kannst dahin. Cool und aufs Zehren. Ich glaube nicht. Ich glaube, die können jede Runde. Ich wollte dich jetzt hier runterstellen, damit ich mit dem hier rein kann. Und dann kann ich nächste Runde schießen. Damit ich ein bisschen böllern kann auf die Entfernung. Ja, auf den schießen. Ohne Probleme sehe ich gerade.
einen Hit gemacht. Sehr schön. Über den schon ein bisschen runterschießen. Ihr beiden macht das. Dann schieb ich mal Zwobelchen hier irgendwie daneben. Du musst aber jetzt mal irgendwie noch nach hinten gehen. Weil du sollen ja andere übernehmen dann da oben. Bleibst erstmal da stehen. Erstmal da stehen. Dir will ich nicht zu nah ran. Können wir hier nochmal einen Schuss machen. 84, let's go. Einfach ein bisschen Free Damage mitnehmen. So, ihr geht da drauf. Du gehst da drauf. Sehr schön, sehr schön. Ja, und ihr macht das da. Wir schießen ein bisschen von hinten rein und dann der Rest ist nicht unser Bier, würde ich sagen. Ricky muss da hoch, weil er so schlicht trifft sonst. Vielleicht können wir dich einfach hier nach unten hinstellen, so. Ich stimme hier auch mal raus, dann kann unser anderer Sniper darüber. Okay, der ist gleich dead, dann können wir, sehr gut, einfach drauf schießen. Ich will mich nicht hier hinstellen, weil hier kann nur einer oben stehen. Hier können fast alle oben stehen. Oder sehr viele, für den Vorteil. Deswegen bleibt man einfach hier stehen, würde ich sagen. Mal überlegen, ob ich Sono mit Felix tausche. Probe, ob wir Sono lieber halt mal im Hintergrund halten, dass er dann auf jeden Fall an den Kopf gehen kann. Irgendwo ist noch ein armer kleiner Tropf. Moment, aber hier ist eigentlich alles tot, oder? Was ist jetzt der letzte? Jetzt hinten Rüstungsmangel, weil ich noch nicht stark genug bin, um alles tot zu dolchen, flailen. Ja. Kann ich mir vorstellen, jetzt treffe ich wieder nicht mehr. Line of Fire blockt, aber hier nicht. Dann schießen wir da drauf. So, Ricky muss hier hoch, sonst trifft er nichts. Ja, du wartest, für den Fall, dass irgendwas passiert. Warum sind hier Line of Fire blockt? Achso, wegen dem Ding. Der kann mit seinem eigenen Schwanz die Line of Fire blocken. Das ist natürlich auch witzig. Ja, warten. Ist mal mit hier unten rum. Kann ich auch. glaube ich dir fast. Sogar direkt. So, wir gucken mal hier noch ein bisschen rum. Wir müssen ja den Inseln sowieso umstellen. Also können wir uns auch ein bisschen verteilen schon mal, würde ich sagen. Xan sollte das eigentlich hinkriegen. Ah, okay, er bewegt sich, also. Also müssen wir jetzt aufpassen. Jetzt geht's um uns. Wobei es sind noch drei Gegner. Achso, das sind die zwei und der eine, der wegrennt. Okay. Der ist riesig. Das ist mein Pferdeschwanz natürlich nicht, das ist, was du denkst. Du weißt gar nicht, was ich denke. Du weißt nicht mal, was ich denke. So. Dann Spear wollen wir. Werfen können wir nicht so weit. Wir machen das. Spearwall. Müssen wir wahrscheinlich tauschen, damit der wieder hitten kann. Außer er läuft jetzt irgendwo anders hin, merkwürdig. Ja, ich will eigentlich meine Rangies jetzt wahrscheinlich ein bisschen rausziehen, wenn der hier reinrennt. Wobei, nee, wenn hier Spearwall sind, kann er vielleicht da nicht hin. Wir gehen mal da hin. Geben ihm gerade hier eine Option, woanders hinzugehen. Das ist eine dumme Idee. 95, let's go. Das wird eh nicht besser. Jetzt kann ich hier nicht runtersteppen. Ich kann mit ihm nur nach hinten steppen. Du wartest auch. 90. Schlecht. Sehr, sehr schlecht. Wir verteidigen. Wir verteidigen. Wir Spearwallen. Hä? Der ist nicht rangekommen, die Sau. Ah, der hat eine 2er Range, oder? Der muss ja wohl auf den Schwanz einschlagen die ganze Zeit. Wenn er das macht. Warum? Der Schwanz löst keine Spearwall aus. Das ist ja fies. Das ist ja richtig gemein.
Der löst aber keine Spearwall aus, der Schwanz. Richtig fies. Bin mit ihm dahin gelaufen. Dann bleibe ich hier stehen. Aber jetzt kann ich ihn anwerfen. Oder 17%. Ja, GG. Puh. Bin vielleicht nicht optimal hingestellt, dadurch, dass er zwei Blöcke weit ist. Sind wir mal ehrlich. Sehr schön. Pieks einfach den Schwanz weg. Das ist, glaube ich, gar nicht so smart, da so zu schießen. So, wir hatten das Problem mit dem, dass er zweier Reichweite hatte, ne? Da war was. Wir hatten da ein Problem mit der Zweierreichweite. Ich kann bis hierhin gehen und von hier aus schießen. Er ist schon halb tot. Ja, da kann ich nicht umzingeln, das ist richtig. Also es war, glaube ich, nicht gut gedacht. Ich dachte halt, dass der Kopf zuerst kommt, aber der ist nicht so smart, seinen Schwanz da reinzustellen. 95, let's go. Wir können hier einen Step rausmachen, damit er uns... Oh! Au, I guess. Muss ihm andere Optionen geben hier. Mit Sono da rein. Ja, wir kriegen halt hier einfach nur einen schlechteren Hit. Jetzt trifft der Schwanz halt weniger. Ja gut, aber jetzt, der hat halt keine HP mehr und kann nichts mehr tun. Ja, ich glaube, Felix ist tot, habe ich so ein Gefühl. Ist nur so ein Gefühl. Mal kurz die Bäume ausblenden, die sind echt unschön gerade. Moment, wieder reinsteppen. Oh, er ist fast tot, aber leider nur fast. Yes! Sono! Moment, warum haben wir so viele... Achso, wir haben ja andere Viecher noch gekillt. Ich weiß nicht mehr genau, wer war denn das? War Sono gerade dran? Nee, ne? War, glaube ich, ein Rotfeder. Rotfeder war, glaube ich, dran. Nice one. Lindwurmblut. Bisschen Lindwurmhort. Und ein bisschen anderer Kram. Okay, let's go. Wir haben die Lindwürmer platt gemacht. Nice. Final Nimbus was like taking a butter knife and jabbing it into a basket of vipers. They fought like something from another world, hissing and spewing and biting. But they were no match for the White Raven's resolve and skill. You have the men scalp and skin the creatures and ready them for return to Ragnar the Councilman for a well-earned payday. Wir haben es geschafft. Auch wenn wir den Loot von dem ersten nicht gekriegt haben. Wir haben es geschafft. Ohne jemanden zu verlieren. Ohne jemanden zu verlieren. Geil. Richtig gut. Stimmt, die hat noch Ambush Trade Routes und ich bin trotzdem Sachen verkauft. Ups. Nice. Es wäre langsam Zeit für eine dickere Armbrust, habe ich so das Gefühl. Wir haben halt hier nur einen Armorer. Könnte man natürlich geilere Rüstung kaufen, so ein 200, aber ich glaube, wir haben die Fatigue dafür nicht. Genauso die 150er Kopfdinger, ey. Ja. Und nein. 120 minus 5. Oh.
Der ist, glaube ich, echt cool. Das können wir für... Can be used to craft items. Haben wir hier ein Taxi, der misst? Nee, ne? Erstmal was trinken auf den Schreck. Ist das hier 320 Crowns zu Himmelsdorf? Da will ich eigentlich nicht hin unbedingt. So, hier haben wir noch einen Anatomist, Apprentice. Wir haben 12 Leute, das heißt, wir können... Den haben wir sogar schon mal getestet. Sehe ich gerade. Ja. Bin ich eine Sekunde nicht da und wohin? Ja, wir haben ihn in der Runde noch platt gemacht. Wir haben ihn in der Runde noch platt gemacht. Er hat irgendwie, ich glaube, 2 Runden Attacks auf uns gekriegt, sonst nix. Also wir haben ihn ordentlich verprügelt gerade. Ich glaube, ich würde mal nach Gelbstadt gehen. Aber ich glaube, da gab es noch ganz gute Sachen. Oh, hier sind irgendwie die Untoten am rumlaufen. 1200, ne, Knochen haben wir nicht gekriegt. Wir haben bekommen das Lindwurmblut. Haben wir bekommen. Wo ich noch nicht weiß, wofür es ist. Und ein paar Sachen von den Nachtzehrern hier unten. Ach so, und den Lindwurmhort. Für 1200, genau. Aber das ist die Craft, also das ist irgendwie für 450, hätten wir es gerade verkaufen können. Hier werden gerade Hexe verbrannt. Ambush Trade Routes. 1000. Drive of Brigands. Okay. Oder. Liefer nach Sandkai. Sandkai ist. Wo ist denn Sandkai? Sandkai ist noch da drüben. Ach, da will ich eigentlich nicht hinliefern. Wir warten mal kurz tagsüber. Ich will eigentlich eine neue Waffe haben. An Ambition fulfilled. Oh! Once more the White Ravens Fort. Also hier haben wir ja. Ambitions, Ambitions, Ambitions. Dass das mehr als 12 waren, habe ich gar nicht realisiert gerade. So, wir brauchen Essen und wir brauchen Tools. Tools. Essen. Gönnen wir uns noch was zu essen. Ich war auch nur ein Armorer. Das ist ja doof. Dachte ich irgendwie nicht. Waren 15, okay, nice. Wie geht's meinen Leuten? Ja. So semi. Oh, wir haben am Level Up für Sono. Oh, nice. Aber der Defense Roll ist immer richtig kacke. Und plus 2 HP. Puff. Puff. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Ich nehme den Defense Roll trotzdem. Ich will, dass er weniger getroffen wird. Ich will, dass er weniger getroffen wird. Er hat zu wenig HP dafür. Nehmen wir hier Backstabber. Der trifft aber schon echt gut. Wir brauchen bei ihm, glaube ich, Backstabber gar nicht unbedingt für die Hits. Wir könnten aber Recover nehmen. Wenn er wieder stunnen soll. Dann haben wir halt eine Runde, wo er nicht stunnen kann. Oder Shield Expert. Oder Brawny. Brawny für mehr Fatigue. Wenn wir wahrscheinlich mit Battleforge spielen wollen. Dann nehme ich Brawny. Das ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Dann habe ich weniger Initiative und das hier, wenn ich dann die schweren Sachen anziehe. Er hat jetzt eine minus 12 und eine minus 5. Na guck mal, geben wir ihm doch schon mal den fetteren hier. Minus 8. Minus 9 haben wir sogar. Variante. Haben wir noch jemand mit Brawny eigentlich? Nee, ne? Doch hier. Was ein Zwubel. Du kriegst dann auch nochmal einen dicken Helm hier. Zack. Weil euch müssen wir ja die dicken Sachen dann anziehen, wenn ihr Brawny habt. Würde ich sagen. Hallihallo Sono. Oh oh. Wobei, du bist zumindest nicht tot diesmal. Sono 2, the older, du lebst noch. Du Feinschmecker, du. Aber ein Taxi, der Mist gibt's ja auch nicht, ne? Das ist ja doof.
Nee, ist alles okay. Hey, wir haben heute nur gegen zwei Lindwürmer gekämpft und die getötet. Überhaupt nichts, worüber du dir Gedanken machen solltest oder so. Ali und Xeli, ihr kommt zusammen. Ja, wenn das mal nicht ein Zeichen ist. Oh, hier. Jetzt Lindwurm-Hort verkaufen. Das schmeckt. So, ich glaube, als nächste Ambition würde ich mal die Adligen nehmen, damit wir für die auch Sachen erledigen können langsam. Weil das sollte dann noch mal deutlich mehr bringen. Wir brauchen immer noch sowas hier. Immer noch Materialien. Oh Gott, ist das teuer. Warum ist das denn so teuer? Medical Supplies. Das ist schlecht. Wir haben gerade noch ein Bier getrunken nach der Kirche. Kann ich verstehen, aber die Kirche geht erst um 10 los und die ist normalerweise nicht vor 12 fertig, oder? Jedenfalls wunderschönen Tag. Wie geht's euch? Kann ich doch mir das Ding nach Himmelsdorf holen, wenn ich eh nach Himmelsdorf rübergehen will. Wie geht's euch? Alles gut bei euch? Moment, wir können vorher gucken, ob hier unten wieder Salz ist, weil das richtig Kohle bringt. Gerade aus dem Bett gefallen, festgestellt, dass ich krank werde. Oh, noch jemand, der krank ist. Syft kam heute früh auch rein, von wegen, er ist krank. Okay, nee, gibt's nicht. Brauchen aber trotzdem noch ein bisschen. Nehmen wir hier noch ein bisschen davon. Und okay, hier gibt's gute Medical Supplies und billige Tools. Das nehmen wir alles mit. Wird alles aufgekauft, ja. Alles meins. So. Alles aufgekauft. Haben wir hier für einen Auftrag? Was finden? 60 plus 250. Cave of the Dead along the way west. A long way to the west and somewhere around the region of Parchheim. Das ist mir jetzt, das ist alles, was hier irgendwie ist. Also irgendwo hier müsste es sein. Da habe ich aber jetzt gerade keine Lust drauf, deswegen haben wir uns das hier. Wir haben ihn genötigt, einen Lindwurm zu machen und er hat sich gut geschlagen. Ja, so ungefähr. So ungefähr, ey. Krass. Er hat meine Ex angerufen und gesagt, dass ich die Kittys heute nicht nehme. Vernünftig, ja, ne? Vernünftig, oh. Ah doch, Himmelsdorf ist dann sehr gut. Dann können wir das hier, was ist hier? Public Execution. Trading Food for More. Und, okay. Ja, aber das ist halt immer ein Problem. Also das hier gut zu verkaufen, die Farben, ist echt schwierig. Sehe ich irgendwie nicht ein. Wir haben keine Munition, die brauchen wir auch noch hier. Wir haben jetzt viel geballert in letzter Zeit. Na gut. Let's go. Sonst alles okay, das freut mich. Kannst dich direkt für morgen krank melden, ja? Direkt Montagmorgen. Hey Chef, ich bin krank. So, genau. So, wir haben jetzt die Option, wir haben hier, ne, Eye of the Noble. Das ist, glaube ich, was dann dauerhaft ist. Dann wechselt die Ambition nicht mehr. Wir könnten entweder im Süden überhaupt Aufträge machen. Dafür kriegt man einfach nur Renown Increase, wenn wir das schaffen. Also für die Aufträge an sich. Wir kriegen, glaube ich, nicht mehr Bonus. Wir könnten in Gladiatorenkämpfe machen. Da sind wir, glaube ich, nicht so gut drin. Also wir haben nicht so krasse Kämpfer, so Einzelkämpfer. Wir sind einfach mit unserer Anzahl im ganz guten Level. Und... Oder wir gehen alles besuchen, was ich nicht will. Alle Städte besuchen. Deswegen würde ich sagen, unser Task ist, die Nobles holen. Was? Also wir fast mal irgendwann in naher Zukunft fast so weit, dass ich mit PoE für die League beenden kann. Sorry, Sodo. Stimmt, ich habe es noch kurz gelesen und hab mir dann geskippt. Tja. Hast ja jetzt entspannte 2 Monate gebraucht, dass du jetzt so weit bist, dass du die League beenden kannst. Ist ja überhaupt nicht schlimm oder so. Reach Professional Renown. Ich glaube, das haben wir schon, oder? Wir haben Famed schon erreicht. Wir sind, glaube ich, schon über dem, was wir müssen. Könnt ihr sogar noch einen neuen Dude kaufen. Watermaster, Ammunition, Carry, Medical Supplies. Können wir mehr mitnehmen. Upfront, Frying New Men Max. Okay, der Recruiter würde uns mehr Recruit-Optionen geben. Das könnte man überlegen, wenn man hier gute Leute haben will. Scavenger ist, glaube ich, wenn du halt viel außerhalb von Contracts fightest oder der Zivilisation.
War ein Show-Man-Follow-Button. Ja, an injury guaranteed to survive and otherwise fatal blow makes every injury take one less day to heal. Das ist halt auch nicht so schlecht. Okay, The Cook kannst du nur so lange anhören, wie du das hast, weil das hatte ich schon mal erfüllt. Dann hast du 3 extra Tage, Hitpoints, Healing Rate erhöht. Mehr Renown, makes Tavern Rumors more likely to contain useful information. Of not consuming any crafting components used by you. Unlock Snake Oil Recipe to earn money by crafting from various low-tier components. Oh, dann ist Craften ja doch, wenn du das erreichst, gar nicht so kacke. Makes you see the position of some caravans at all times and even if outside your sight radius. Okay, das ist, wenn du halt Karawanen überfallen willst. Bin ich nicht so. Cartographer. Pays you between 100 and 400 crowns for every location you discover on your own. The further away from civilization, the more you are paid. Legendary locations pay double. Discover a legendary location. Okay. Increases your sight radius, reveals extended information about footprints. Uh-huh. Repair all armor, weapon, shields worn by your man, even if they are broken or lost because your man died. Du verlierst die nicht mehr, das ist ja krass. Drill Sergeant, 20% mehr XP für die Low Levels. Und in Reserve, die Leute sind voll. Das braucht man wahrscheinlich im Low, im späteren. Gehst jetzt Monster Hunter Rise spielen? Okay, da bin ich nicht reingekommen in Monster Hunter Rise. Ich hab's ja wirklich versucht, 30 Stunden habe ich es gespielt. Aber nicht so meins, Monster Hunter Rise. Gehst du jetzt wieder Sport machen? Viel Erfolg, Ricky. Auf dass dir weniger wehtut als beim letzten Mal. Also den Drill Sergeant, den hätte ich gerne noch. Retire a man with a permanent injury that isn't indebted. Okay. Das heißt, wir müssten jemanden retiren mit permanent injury. Hat Zwubel nicht eine permanent injury? Nee, hat er nicht. Wir haben, glaube ich, nur hier. Aber Sacred will ich nicht retiren. Weil da kann ich noch voll mit machen. Das ist retire, oder? Nee, dismiss ist das. Wie kann ich denn jemanden retiren? The fuck? Wenn ich nie gewusst, dass ich jemanden retiren kann. Das habe ich vor, nachdem ich mit PoE fertig bin, Xeli. Ihr könnt ja auch zusammen Monster huntern. Sunrix soll ja ziemlich gut sein. Tut nur weh, deswegen wird es lustig. Aha. Aber es ist nur über Game Pass und da gibt es Sunbreak noch nicht. Frage, ob es überhaupt für Game Pass Sunbreak jemals geben wird. An ambition fulfilled. The company gained renown. Noble will now give you contracts. Your look on the world map has been updated. Your look on the world map? Okay. Was heißt denn, your look on the world map has been updated? Oh? Moment, das bin ich. Na gut, das sehe ich gerade nicht, weil ich in der Trading Caravan bin. Your look on the world map sehen wir jetzt anders aus. Das ist ja fancy schmancy. Aber wir haben die Ambition fulfilled. Frage ist, ob wir jetzt eine neue kriegen überhaupt. Himmelsdorf is now well supplied. Moment. My look und. Jo, wir sehen fancier aus. Okay, hier haben wir jetzt schon mal direkt einen Noble Contract in Himmelsdorf. Baron Rundle von Winterhall. Looking out at it, I had a jousting tournament recently and there was a bit of a controversy. Now none of my knights will fight for me until it's taken. Okay, der hatte ein Turnier. Und da gab es Probleme und jetzt will keiner seiner Ritter für ihn kämpfen, bis da irgendwas geklärt ist. Among the nobility, the man burst into laughter. Gods, no, Loban, I need you to handle some greenskin that are camping southeast of Bergau. I trust you pay amply for this. 1900 für Goblins. Für Goblins. Okay. Cavern of the Green Death, southeast of Bergau. Das ist das, was wir hier kriegen. Oh, hier ist der. Oh, der hat das nicht. No.
Hier ist alles kaputt von denen. Was gibt ihm? 930, Contract is done. All the tracks, Return Crystal. Das ist wahrscheinlich wieder mit dem Necromancer. Da habe ich immer Probleme mit. Wir speichern auf jeden Fall die Campaign mal. Bin mir nicht ganz sicher, ob das mit den Greenskins gut funktioniert. 1900. Let's see. Destroy Cavern of Greensmith, southeast of Bergau. Ne. Ich habe nicht gelesen. Southeast of Bergau. Ne. 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 Da bin ich nicht. Ich muss lesen lernen. I'm sorry. Ich muss wirklich lesen lernen. Holy shit. Aber wir können mal Holz holen gehen, weil hier ist auch wieder alles kaputt und so. Die werden alle Holz haben wollen. Deswegen, wir gehen mal hier nach oben. Und ein bisschen Holz verkaufen. Bergo machen wir dann ein andermal. Ich vermute, dann kann ich das auch woanders annehmen, nicht nur bei ihm? Ein ähnlichen Auftrag oder so. Hier wurde gefightet. Wahrscheinlich haben die gefightet. Die Tanwal Company. Okay, hier. Okay. Aber ihr verkauft es immer noch für einen annehmbaren Preis. Essen habe ich genug. Was geht denn hier ab? Better you than the also called man. Sending off a few knights, chasing them out the door with a few parting curses. Decided, takes his heat and pours himself a drink. He takes a sip, stares at it and downs it all in one go. My loyal bannerman refused to go take on the goblins which have... Okay, wir sind wohl... Ich vermute, wir haben eine Endgame-Crisis mit Goblins. Weil hier geht es überall gerade um Goblins. Iron Bushers poison order. His speech is increasingly slurred. Well, hick, okay. Drei. Okay. Okay. Moment, wo war das jetzt? Destroy Ruined Hut North of Westernholz. Okay, wir müssen jetzt deutlich weiter reisen für die Sachen. Die sind weniger lokal. Hunt down the Unholz around Dumbwald. Boah, Unholz. Unholz kann halt auch bitter sein, ne? Wir haben vor allen Dingen hier noch Hitpoints, Fatigue, Meliske, Felix geht's nicht so gut. Aktuell. Und der hat ja schon einen Weakened Heart. Der hat minus 65% Hitpoints gerade. Oh shit, ey. Oh shit. Taxi der Mist Acid Flask. A flask filled with the content of Lindworm Acid Blood is highly corrosive to many materials and burned through armor quickly, can be thrown at short ranges. Das würde ich mal gern craften. Nochmal. Weil die werde ich demnächst brauchen, habe ich so das Gefühl. Smoke Pot. Carver Center in Smoke for one round, allowing anyone inside to move freely and ignore zones of control. Okay. Poisoned Oil. Ha. Wird mal in Granitschanze vorbeischauen, weil jetzt kriege ich doch der Sachen. Müssen wir ein bisschen gucken, wo wir jetzt hier was herkriegen, was cooles. Vielleicht ist es einfach immer weiter weg und dafür gibt es halt mehr Kohle. Und man stellt sich gut mit den Adligen. Gibt's schon mal mindestens mal kein Dingens. Das ist ein Zweihand-Mace. Na? Polehammer. Das ist ein Zweier-Range-Weapon. Hammer. Extrem gut gegen Rüstungen. Aber ich glaube, ich habe meine Ranges alle schon mit einem Special versehen, ne? Polearm Masteries. Das ist, glaube ich, kein Polearm mehr, oder? Hammer Two-Handed. Nope, es ist nicht, leider Gottes. Ja, du hast auch ein Polearm Mastery. Weil ich hier mit den Polearms unterwegs bin. Schade. Schade, schade, schade. Noble Sword. Gibt doch noch ein besseres Schwert. Gibt's dann über dem Arming Sword. 45 bis 50 und macht noch mehr gegen Rüstung. Winged Mace. Oh. Gibt so viele Dinge, die ich hiervon haben will.
könnte hier schon verkaufen für Plus. Will ich aber nicht. Hier gibt's. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir wieder nach unten und verkaufen den hier, die kaputt haben alles in Himmelsdorf, unser Holz. Let's go. Einfach über die Berge drüber. Abkürzung. Dann müssen wir doch mal wieder einen großen Auftrag annehmen. Dann müssen wir vielleicht doch den Goblin-Auftrag annehmen, wenn es nicht anders geht. Okay, wir laufen nur so halb durch diesen Wald. Ist auch spannend. Jundland. Jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich keine Ahnung habe, wie es hier weitergeht. Null. Und wir kriegen wirklich keine neue Ambition. Ach der, okay. Im Moment, wir wollen ja hier Sachen verkaufen. Ach, wir kriegen eine neue Ambition. Ich muss mich nur beschweren. Sehr gut. Fighting before crowds, only most daring take on goblins in large numbers. We shall burn some of their fatted camps to the ground and word will travel. Unique accessories. Four locations controlled by goblins to prove the company's prowess. Lacks competent archers, limiting our tactical options. We shall train three men to master bow or crossbow and be deadly from afar. Einen dritten bräuchten wir dann noch. Company is doing great, we just need to keep it up. No ambition. Jetzt kann ich mich dafür entscheiden, keine Ambition zu haben. Wir wollten ja sowieso gegen Goblins ein bisschen mehr rangehen, glaube ich. Das ist halt ein allgemeiner, das kann man auf jeden Fall machen, wenn wir es feststellen, die Goblins sind übel heftig und wir kriegen die nicht klein. Dann haben wir hiermit ein Problem. Oh. Ich glaube, ich würde tatsächlich ganz gerne noch jemanden haben, der richtig gut ranged ist. Noch einen dritten Range, müsste aber einen von meinen Leuten im hinteren Teil, wahrscheinlich den Sacred oder so, reskillen. Weil ich will nicht 5 Leute in der Backline stehen haben von 12. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal Goblins. Goblin Locations. Als nächstes Ziel. So. What? Boah. Ah, ihr habt wahrscheinlich nichts wegen Raided, ne? Ja. Disappearing Villagers ist das andere Problem. Ja, gut. Nein, nicht Load. Save Campaign. Save. Machen wir erstmal das Entspanntere. Würde ich sagen. Follow the tracks. 12 Thieves. Weiß nicht, ob wir den schnell genug kriegen können. Das sind einfach nur ein paar Dudes. Ein paar Poacher und ein paar Thugs. Das sollte relativ entspannt sein. Einfach nur für ein bisschen Kohle. Gehen wir dahin, dass wir hier besseren Stand haben. Ich meine, die haben nicht mal Rüstung teilweise. Darf man nicht überheblich werden. Das dürfen wir nicht vergessen. Aber die haben 3 Ranges. Wir haben weniger Ranges. Die werden wahrscheinlich gar nicht zu uns kommen, so wie das aussieht. Ja, die kommen nicht zu uns. Shit. Die rennen halt komplett raus. Die haben ja gar keinen Bock, die Jungs. Umfrage und ihm angerufen, erstmal 30 Minuten Umfrage geführt. Ich lege immer direkt auf, wenn ich merke, dass ein Umfrageunternehmen mich anruft. Nicht so richtig eklig, asozial an der Stelle. Okay, der kommt direkt ran. Oh, der kann sogar noch angreifen. Das ist nicht optimal. Also wir haben 1 gegen 1 sozusagen hier, was die Mannstärke angeht, wir haben hier deutlich bessere Ausrüstung. Auch kein Bock mit Lumpen gegen die vollgerüsteten Xans und Sonos. Ja, ne?
That's the spirit I like. Okay, wir sind in die falsche Richtung gelaufen in unseren Ranges. Das ist halt blöd gelaufen. Ja, komm dran, ja. Ihr Knüppel. Oh, what? Ob die hidden? Als ob die hidden. Moment, bei dem muss ich wechseln. Schwert. Oh, ich hitte halt nicht. ...98 und 88, ey, bei einem 78er Hit. Wahrscheinlichkeit. Machen wir erstmal den rund. Den stunnen wir. Ey, ihr schießt einfach auf eigene Leute, oder was? Ist ja doch irre. Hört auf damit. Hallo, nicht mehr schießen bitte. Bin ich dagegen? Sehr schön. Der stirbt doch eh bis nächste Runde, oder? Muss ich mal hier hingehen. Und die anderen unwichtigen Grummelgieren? Nö, also je nach Umfrage nehme ich auch mal daran teil. Oder ich sage nein, danke und lege danach aus. Ich habe vorhin einen neuen Rekruten von mir nach hinten. Von hinten, was? Erschossen, trotz 63% Wahrscheinlichkeit, den fucking Wiederkehrer zu treffen. Ja, ich habe ja auch, die Folge, die heute kommt, da habe ich vielleicht auch Fehler begangen, sag ich mal so. Fehler begangen trifft's ganz gut. Hallo? Man könnte doch hier hinten durchschießen, ne? Da! Zack! Geil. Geil, geil, geil. Finde ich gut. Aber ich habe meinen ersten 210er Rüstungen. Nice. Untote sind lustig. Da bekommt man so tolle Rüstungen. Ja, ne? Untote sind, was das angeht, echt nice. Drei. Die haben alle keinen Bock mehr. Den piekst du über die Wand, da haben die alle keinen Bock mehr. Kann ich aber verstehen. Kann ich verstehen. Was passiert denn eigentlich hier oben so? Bleib mal hier. Habe ich keinen Bock und keine Schnitte. Ich finde eher eine Raider mit Necromancer viel schlimmer, weil Raider geilere Rüstung haben in den meisten Fällen. Muss ich so sagen. Also. Ich finde. Untote mit Dingens geht sogar noch, finde ich. Aber Raider ist irgendwie doof. Oh shit. Oh shit. Hört auf, den aufzuschneiden. Okay, der rennt. Weg mit dir. Was sollen die denn hier? Meine Kumpels aufschneiden. Ich glaube, es hackt. Und dann verkacken wir einen 90er. Sind manchmal echt tödlich. Bei den Raidern kann er aber nur einen pro Runde wiederbeleben. Nee, er hat schon zwei wiederbelebt. Die Untoten sind. Ja, aber wenn er wiederbelebt hat und du den Untoten wieder tötest, dann ist er ein Untoter, dann kann er wieder aufstehen. Automatisch. Also. Das ist schon ein Problemo. Es ist schon insgesamt ein Problemo. Nice Hit. Schade. Kannst du jetzt aufhören, meinen Boy zu zermürben? Ah, du kannst nicht mehr angreifen, dammit. Ich da rumlauf. Ich muss jetzt mal hier hin. Du gehst mal auf den Sack. So, Ricky macht einfach nur mit.
So, danke. Ja, Danjushka hat, glaube ich, noch nichts zum Heilen. Irr. Das tut weh. Der hat echt hart reingebluten lassen. Dass er Initiative First ist und 3 Attacks rausbekommt. Ein wieder und bufft ihn dann noch. Bei mir hat er immer 2 wiederbelebt, wenn er keinen hatte. Und erst in der nächsten Runde Leute gebufft. Also, wirklich, immer. Dass ich nicht jemanden... Dass ich nicht hier sowas machen kann und hier... save yourself or another character from bleeding to death by applying pressure. Okay, du kannst einen anderen Charakter machen. Musst halt nur in der Nähe stehen. Okay, dann stellt sich Xeli daneben, damit er nächste Runde dem guten Mann helfen kann. Der stunt den mal hier, den Sono. Oder du kannst den schon. Hier, zack. So, kein bleed to death, please. Sehr, sehr schön. Muss man den hier oben noch machen. Der will immer noch nicht wegrennen, ne? Der gute Mann. Gut, der kann vielleicht auch nicht, wenn er gestunt ist, wegrennen, aber... Er will auch nicht. Bis jetzt. Aber ich kann nicht da unten stehen lassen, ist jetzt echt wurscht. Ich lasse ich auch mal da stehen, ich habe keine Lust jetzt darauf. So. Dann bist du keine Lucky, I guess, aber die Trefferchancen sind wie ein XCOM. Ja, 95% ist Maximum, ich weiß. Aber hier siehst du ja zumindest, was gerollt wurde. Hier siehst du ja zumindest, was gerollt wurde. So, wir haben alles bekommen. Wir holen uns jetzt die 930 ab. Hit it every time, das was it hit chance. Miss 7 von 10 Fällen. Ja, ganz so ist es nicht, aber... So kann ich jetzt... Ja, Leute, ihr wollt mir immer noch... Ja, ihr seid halt... Bei euch ist halt RIP. So, jetzt gucken wir mal, ob das mit den Greenskins eine gute Idee ist. 1900. Southeast of Berger. Accept this contract. Du hast wahrscheinlich immer noch keinen. Nee, immer noch keinen guten. Gut, gut. Dann gehen wir halt Richtung Bergau. Let's go. Hoffentlich geht das nicht hier durch. Ich glaube, das Außenrum sollte immer noch schneller sein. Erstmal Richtung Gelbstadt. Was geht hier? Kann ich hier schon Holz verkaufen sinnvoll? Ja, gut, guck mal. Haben wir einen ordentlichen Gewinn gemacht. Also ein bisschen Gewinn. Ordentlich ist vielleicht übertrieben. Wenn wir jetzt Goblins haben. Achso, und wir haben ein Level Up. Yes, 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 yes. Goblins haben ganz gut Ranged Dudes. Will die HP haben? Will ich das Resolve haben? Wahrscheinlich eher die Erschöpfung. Aber ich sollte vielleicht hier keine HP auf ihm leveln, ich Vollidiot. Der kriegt sowieso keine guten HP-Werte mehr. Overwhelm finde ich eigentlich eine sehr, sehr gute Variante bei so einem Schwertdude, weil der greift ja 2-mal an, mindestens pro Runde. So. Jetzt Leute, die wir behalten wollen. Scheiß auf Niederdolchen. Wir wollen Gegengift dabei haben. Das ist wichtig. Machen das mal so. Wenn das auf jeden Fall schon mal hat. Du hast hier auch einen Dolch dabei. Puh, ja gut. Dolch ist eigentlich nicht so wichtig. Wir haben hier noch einen guten Dolch, wenn dann. Aber wie gesagt, wir machen glaube ich Scheiß auf Niederdolchen. Wir wollen unsere Leute im Zweifel entgiften können. Wobei das wahrscheinlich gar nicht so viel bringt, die viel zu entgiften. Weil halten ja eh nicht lange durch wahrscheinlich. Denke ich. Also das Gift wird gleich wieder kommen, das meine ich. So rum. Deko, einen wunderschönen guten Morgen. Hallihallo. Wen will ich denn auf jeden Fall behalten? Xeli, Level 6, Level 4, Sono würde ich ganz gern behalten. Dann Yushka Wormslayer. Einfach nur wegen der Legende sollten wir ihn wahrscheinlich behalten. So. Haben wir unsere Gifte verteilt. Und wir haben hier noch einen guten Dolch. Achso, wir haben die Dolch wahrscheinlich gerade rausgenommen. Haben wir jetzt irgendwo jemanden noch mit einem schlechten Dolch unterwegs?
Wenn wir schon noch Dolche haben. Da ist noch ein schlechter Dolch. Ja. Dego, ich heiße dich willkommen in meinem Stream. Ich hoffe, dir geht's gut. 3 Tage mehr Provisions. Hier ist der Preis, glaube ich, nicht so geil. Also Brot für 139 sehe ich mich nicht. Ah, ihr habt Trade Routes Problematico. Gut. Ja doch, ich habe den Auftrag angenommen. Perfekt. Aber ich werde gleich noch trotzdem noch mal was essen kaufen müssen, denke ich. Ach, Brigands. Ich glaube, 10 Brigands sollte mich eigentlich nicht angreifen. Oder es mir zumindest nicht auf den Keks gehen. Hoffe ich. Hoffe ich. Falls doch, wird's blöd. So, wir nehmen auf jeden Fall das nochmal mit. Veressen. Kostet alles. Auch, hier kostet auch das Brot so viel. Aber sind Brot so teuer in der Gegend? Das ist ja krass. Wein ist fast billiger als Brot. Spannend. Spannend, spannend, spannend. Ja, wir können gleich mal ein paar von diesen Billigdolchen verkaufen. Und das hier. Jetzt nicht mehr brauchen. Da ist noch ein Billigding, da ist noch ein Billigding. Da ist noch ein Billigding. Die brauchen wir auch nicht. Na gut, aber sonst geht's eigentlich. So, ab nach Bergau. Tschüss, Brigands. Lasst mich in Ruhe. Ich bin eh schneller als ihr. Ich habe einen Movement-Bonus. So. Ergo, komm mal noch gerade rechtzeitig an. Gibt's auf jeden Fall wieder einen Salz. Aber gerade nicht so relevant. Stimmt, hier ist übrigens billiger. Aber auch nicht so viel billiger. 107 kostet es hier in Bergau. Das ist ja ein Dorf. So, jetzt geht's hier. Cavern of the Green Death. Let's go. Wir gehen gegen die Grünen vor. Hier wäre übrigens auch noch was gewesen. Hill Peep Betump. Wie sind die Verletzungen? 1 bis 2 Tage. Ich hätte vielleicht mal... Ich hab nicht dran gedacht, ihn zu heilen unterwegs. Das ist jetzt schlecht. Der hat es minus... Okay, minus Fatigue geht tatsächlich noch. Minus Fatigue geht noch. Bei dem anderen weiß ich nicht so genau. Also hier, er hat keine HP, der Felix. Keine HP und er trifft auch schlechter. Ja, er trifft auch schlechter. Will hier in 1 to 2 days. Ich glaube, ich würde nochmal kurz campen. In 2 Kategorien es zählen beide Masteries auf die Waffe. Ich würde vermuten, du kannst mit beiden Masteries die Waffe benutzen, ja. Aber ich kann es nicht hundertprozentig zusagen. Ups. Das ist übrigens, was mit Xan 1 passiert ist. Der wurde von einem Brigand gekillt und Xan 2 wurde von einem Wiedergänger gekillt. Aber da wollte ich gar nicht hin. Aha. Wir haben jetzt zumindest das wieder geheilt. Sehr gut. Dann sollte es gehen. Wir haben noch ein bisschen HP-Problematik bei Danjushka. Muss er sich ein bisschen zurückhalten. Machen wir das mal lieber so rum. Irgendwie. Die Aufstellung. Frage ist, ob wir nah genug rankommen allerdings.